Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrt zu den Kreuzfahrt-News am Montag, den 19. April 2021. Gestern sind die Kreuzfahrt-News ausgefallen, aufgrund dessen, dass es keine News gab. Ich weiß nicht, wie ich euch da so wirklich informieren kann drüber. Es macht auf jeden Fall keinen Sinn, wegen einer News jetzt irgendwie ein Video zu machen und dann sinnlos stundenlang zu reden. Deswegen habe ich es ausfallen lassen. Aber heute ist wieder ein bisschen was passiert. Morgen auch ganz wichtig, morgen ist Buchungsstart für AIDA in Griechenland. Kriegt morgen früh alle Infos von mir, hier per Video. Und freue ich mich drauf. Melanie macht ja schon einmal die Tour mit Mein Schiff in Griechenland und wir werden sicherlich auch die AIDA-Tour in Griechenland machen, um euch zu zeigen, wie sieht es da aus, was kann man da machen und wie viel Spaß macht das. Das werden wir euch zeigen. Es wird eine Videoserie dazu geben von beiden Reedereien. Und wie gesagt, TUI ist ja schon im Verkauf mit der Mein Schiff 5 und AIDA wird morgen mit der AIDA folgen. Ja, was ist passiert? Wir haben heute eine erfreuliche Nachricht bekommen. Und zwar, Niedersachsen hebt die Quarantänepflicht auf für geimpfte Reisende. Betrifft uns natürlich nicht, trotz dass wir in Niedersachsen wohnen. Wir sind ja nicht geimpft. Aber es ist jetzt so, wer vollständig geimpft ist und wieder einreist nach Deutschland und in Niedersachsen seinen Wohnsitz hat, der muss nicht mehr in Quarantäne, wenn er aus einem Risikogebiet kommt. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob es ein normales Risiko- oder Hochinzidenzgebiet ist. Bringt halt nur was, wenn man tatsächlich auch schon geimpft ist. Die Odyssey of the Seas hat 700 Crewmitglieder aufgenommen in Limassol. Das macht sie nicht aus Langeweile, sondern weil sie in Kürze starten wird. Die wird ja in Israel ab bis Haifa fahren für geimpfte israelische Gäste und das ab Mai. Also die hat jetzt ihre Crew bekommen. Und im Mai starten sie. Nico Cruises hat sich gemeldet auf ihrer Facebook-Seite mit einem Posting. Und zwar haben sie Eindrücke von der Vasco da Gama gezeigt. Sie sind ja jetzt mit dem World Voyager wieder in Dienst gegangen im Hochseebereich. Und die Vasco da Gama, die soll auch bald folgen, ist allerdings noch in der Werft. Und da haben sie ein paar Bilder gezeigt. Wie das im Moment aussieht, könnt ihr auf Schiff und Kreuzfahrten nachlesen. Die Norwegian Encore ist mit 1000 Mitarbeitern auf den Philippinen angekommen. Sie hatte 1000 Crewmitglieder auf den Philippinen zurückgebracht. Die Verträge waren beendet der Mitarbeiter. Und sie stammen nicht nur von Norwegian Cruise Line, sondern auch von den Schwesterreedereien, die unterhalb der Norwegian Holding sind. Dann haben in England Demonstranten Kreuzfahrtschiffe belagert sozusagen mit Kajaks. Sie sind dort rumgefahren in Torbay, sind mitunter mit Kajaks zur Marella Explorer von Marella Cruises gefahren, um zu demonstrieren, die Umweltbilanz der Kreuzfahrtschiffe sei so schlecht. Später ging das auch am Strand weiter, da wurde weiter demonstriert. Hintergrund ist, dass dort mehr Kreuzfahrtschiffanläufe stattfinden sollen in Torbay. Umweltschutz hin oder her. Ich habe kein Verständnis dafür, dass man in einer solchen Zeit das Einzige, was man haben kann in der Birne, Demonstration ist für ein Kreuzfahrtschiff, was dumm in die Gegend rumliegt und gar nicht fährt. Also wenn es bei mir mal so weit ist, dann würde ich mich echt freuen, weil dann hast du im Leben keine Probleme mehr. Cunard Line hat gemeldet, dass Christopher Wells das Unternehmen verlassen hat. Christopher Wells war 20 Jahre lang Kapitän der Cunard-Flotte. An Bord der Queen Mary II hat er die meiste Zeit verbracht. 13 Jahre hatte er hauptsächlich das Kommando von der Queen Mary II. Der ist jetzt also in Ruhestand gegangen. Die MSC Seaside, die startet jetzt wieder im Mittelmeer und sie bietet einen exklusiven Strandaufenthalt in, ich sag mal, Tarent. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Tarent, Apulien. Und das ist exklusiv, sagt MSC. Die Häfen Syrakus auf Sizilien und Tarent in Apulien sind halt auch wirklich klein. Das sind wirklich kleine Ortschaften. Da bin ich mal gespannt, wenn da eine volle Seaside hinfahren würde, dann würde man den Ort wahrscheinlich auch überspülen mit Menschen, da sie aber nicht randvoll fahren, sondern auch mit einem Hygienekonzept, ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache. MSC hat weiter gemeldet, dass die Jungfernfahrt der MSC Seashore am 1.8.2021 stattfinden wird, ab bis Civitavecchia. Sie ist eine Weiterentwicklung der Seaside-Klasse,
Also Seafew und Seaside sind kleinere Schwesterschiffe. Das ist jetzt die Seaside Evo-Klasse. Am 1.8. startet sie. Die Reise geht bis zum 8.8. Und die Route ist von Chiwi nach Genua. Sie wird im Mittelmeer fahren und auch im Mittelmeer ist es bei der Seashore so, dass ihr in jedem Hafen ein- und aussteigen könnt, so wie ihr das bisher auch bei MSC gewohnt wart. Jetzt gibt es noch AIDA Prima, aktueller Trockendock-Aufenthalt in Marseille. Wir haben das nochmal wiederholt, dass AIDA Prima gerade im Dock ist. Sie hat dieses Jahr ihre fälligen Klassearbeiten bekommen, ein bisschen technische Arbeiten, optische Arbeiten. Hat sehr gelitten, so muss man das sagen, in Dubai. Sie war ja in Dubai, da ist es fürchterlich heiß gewesen. Dann hat man sie nach Singapur gefahren, da ist es nicht ganz so heiß, aber eine wahnsinnig hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist für so ein stehendes Schiff nicht das Optimum, was man haben kann. Ja, das korrigiert man jetzt ein bisschen in Marseille. Ich habe da Bilder auf Instagram und so gesehen, das war schon übel. Aber gut, sie korrigieren es jetzt, dann sieht sie wieder toll aus. Und dann läuft sie bald auch wieder oder fährt sie wieder über die Weltmeere, vermutlich ab einem deutschen Hafen. Ja, das waren die News für Montag, den 19. April. Wie gesagt, morgen ist Buchungsstart für AIDA in Griechenland. Dann wisst ihr auch, welches Schiff das ist. Viele haben das schon richtig kommentiert. Ich kommentiere das aber nicht. Und dann ist morgen Buchungsstart. Morgen hat Melanie Geburtstag. Also wenn ihr einen Gefallen tun wollt, ruft sie morgen an in der Lounge. Bucht eure Griechenland-Kreuzfahrt, die ihr mit AIDA machen wollt. Und dann ist allen geholfen. Es gab jetzt wieder eine große Absagewelle. MSC hat groß abgesagt, AIDA hat groß abgesagt. Melanie und Niklas waren groß enttäuscht. Aber TUI, Griechenland hat das gut kompensieren können. Und ich denke und hoffe, dass auch AIDA einen guten Start hinlegen wird in Griechenland. Und ja, wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch bei Melanie 04167292999. 4-1 für Niklas und die 4-2 für die Melanie. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen Abend und dann sehen wir uns morgen wieder zu den Kreuzfahrt-News am Dienstag. Macht's gut, ciao.